Okay. Jo, alles klar? Ist irgendwie schon wieder fast der Monat rum, oder? Ja, Ende Februar. Und Januar war auch nicht so gut, oder? Nee, also Mad Scientist, ich hab's mir besser vorgestellt. Wir wurden nicht mal im Storer-Podcast erwähnt. Das war schon schwach. Komisch, obwohl wir alles auf Deutsch gemacht haben. Okay. Wir müssen uns diesen Monat steigern. Wie können wir uns steigern? Mehr Leute vielleicht? Mehr Leute. Hey du! Du da! Komm mal her! Komm, ja, genau du! Du! Ich? Meine ich. Ja, komm mal! Ich? Komm mal her. Ja, du. Okay. Hi. Matze, hi! Wo warst du im Januar? Was hast du getan? Ich war verletzt, leider. Du warst verletzt? Ja. Oh, das sieht ganz gefährlich aber aus. Geht eigentlich wieder. Naja, dann ist der Matze jetzt dabei. Super. Okay. Jetzt haben wir den Kameramann. Okay, aber wir sind immer noch schlecht. Was machen wir diese Woche, diesen Monat für ein Thema? Ich weiß nicht, wie es heißt. Wir können Best Flavor machen, dann müssen wir nicht gut sein. Das ist gut, okay. Wir müssen nur Stimmung ins Video bringen. Das gefällt mir. Okay, was brauchen wir? Schwarz-Weiß. Epische Musik. Let's go. Ich hab Bock. Und lass noch ein Voice-Over machen. Ja, okay. Also, ich hatte da neulich diese Verletzung. Es war ein Unfall. Ich bin im Vierfüßergang auf einer sehr hohen Mauer gelaufen. Und alles war gut, doch dann war da plötzlich Moos. Da bin ich ausgerutscht und gestürzt. Zum Glück ist gar nicht so viel passiert, weil ich habe auch jahrelang Chemie geübt. Deswegen ist mein Körper unversehrt geblieben. Ich habe alles versucht, um das Moos dann wegzubekommen. Alles. Mit dem Fuß, mit der Hand. Ich habe alles probiert, um das Moos wegzubekommen. Mit einem handelsüblichen Besen, mit einer Schippe, mit den Händen. Doch nichts hat geholfen. Zum Glück habe ich die Boulderbürste von Matma bekommen. Jetzt kann ich wieder zufrieden in Ruhe auf Mauern im Vierfüßergang laufen. Das Leben ist wieder schön. Oh, danke, Matma. One hour later. Zehn von zehn würde ich wieder kaufen. So, Moment, halt, stopp. Die verkaufen das Ding als Boulderbürste? Ja. Ich dachte, die wollen eine Parkour-Marke sein. Warum nicht Stickbürste, oder? Also, wer hat denn das gemacht? Also, ich glaube, das sind einfach zwei Leute, die nichts mit Design und Marketing zu tun haben. Ah ja, dann ist okay, ja gut. Okay, dann weiter. Mein Parkour-Jahr 2024 hat leider mit einer der schwersten körperlichen und mentalen Herausforderungen der letzten Jahre überhaupt angefangen. Ich habe mir beim Wechseln einer SD-Karte den Finger eingeklemmt und jetzt kriege ich meine Kamera nicht mehr an. Ich kann, egal was ich mache, ich kann keine Aufnahme mehr starten. Ich habe sogar Schwierigkeiten, die Objektivkappe abzunehmen. Ich befürchte, mir bleibt nichts anderes übrig als jetzt 2 Wochen zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, bis es wieder besser geworden ist. ...2024 war für mich das härteste Trainingsjahr aller Zeiten. Es war schwieriger als jedes Jahr meiner Parkour-Karriere zuvor. Denn ich hatte einfach Bock. Ich habe keinen Bock rauszugehen, ich habe keinen Bock zu springen und ich habe keinen Bock, um meine Unlust... Ich weiß nicht. Um meine Unlust zu überwinden, habe ich beschlossen, auf jegliches Aufwärmen zu verzichten und nur noch utopische Sprünge zu machen.
Okay, Kamera läuft. Da rutscht dir der Fukuhila in die Socken. Ich raste aus.